Gerade einmal 2 Wochen ist NRW-Wirtschaftsminister Gareld Dün im Amt. Da erscheint er auch schon im Camp Park in Leverkusen. Die Kurenta um den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Günther Hilken, hat zur Pressekonferenz geladen. Der Minister lässt sich nicht lange bitten. Das war für uns natürlich ein großer Moment, dass er in den ersten Wochen nach seiner Ernennung hier zu uns in den Camp Park gekommen ist. Und ich glaube, das ist ein klares Indiz, welche Bedeutung er der chemischen Industrie und auch den Chemieparks beimisst. Chemieparks sind ein ganz wichtiger Standortvorteil für die chemische Industrie insgesamt, weil sie die Basisdienstleistungen wie Energieversorgung und Ähnliches sicherstellen. Und das ist etwas, das gibt es nicht in allen Ländern. Und darauf sollten wir stolz sein, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen solche gut funktionierenden Campparks haben. Die Campparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Mehr als 45.000 Menschen arbeiten an diesen 3 Standorten. Ein Drittel der nordrhein-westfälischen chemischen Produktion findet hier statt. Eindrucksvolle Zahlen, die nicht von ungefähr kommen. 1 Milliarde Euro hat die Kurenta in den vergangenen 4 Jahren in ihre Campparks investiert. Für das gesamte Jahr 2012 sind ca. 250 Millionen Euro als Investitionen vorgesehen. Und auch in den Jahren 2013 und 2014 soll dieses Niveau konstant bleiben. Anlagen in der Chemie haben mit ihren Produkten endliche Lebenszeiten. Von daher ist es wichtig, neue Investitionen mit neuen Produkten, mit verbesserten Produkten, mit verbesserten Verfahren hier hinzubekommen, um den Campark nicht nur ajour zu halten, sondern ihn auch weiterzuentwickeln. Es geht darum, in den nächsten Jahren mehrere 100 Millionen hier an den Standorten zu investieren. Das ist deswegen so wichtig, damit auch die Zukunft gesichert ist. Denn wenn man diese nachgelegten Investitionen nicht fördern würde, nicht machen würde, dann würde es hier irgendwann ganz, ganz dunkel. Man muss jetzt handeln, um auch in 4, 5, 6 oder 10 Jahren noch eine Perspektive zu haben. Für diese Perspektive ist auch die Politik gefordert. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit Investitionen auch attraktiv bleiben und auch in Zukunft sicher geplant werden kann. Parteiübergreifend müssen hier Lösungen gefunden werden. Thema Planungssicherheit, klare Rahmenbedingungen, wenn es um Energiewende, wenn es um Vorgaben geht, das ist für uns im bestehenden Geschäft, aber insbesondere, wenn es darum geht, Investoren hier in den Campark zu holen, entscheidend. Eben dazu gehört insbesondere das Thema der Energiepreise. Wir haben schon in Deutschland sehr hohe Energiepreise, sind höher als in anderen Ländern. Und deswegen müssen wir bei dem Thema Energiewende auch parteiübergreifend daran arbeiten, dass wirklich Planungssicherheit entsteht, damit Investitionen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen passieren und nicht ins Ausland abwandern. Bei allen Investitionen in Energie-, Umweltschutzmaßnahmen, Instandhaltungsprojekte oder in die Infrastruktur darf man eines nicht vergessen. Es sind immer auch Investitionen in die Sicherung von Arbeitsplätzen, von denen die Menschen direkt profitieren. Es geht mir als Wirtschaftsminister nicht darum, die Rendite für einzelne Anteilseigner oder einzelne Unternehmen zu optimieren, sondern es geht darum, dass Menschen gut bezahlte Arbeit in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen finden. Und daran arbeiten wir. Deswegen wollen wir die Unternehmen stärken, damit sie diese Angebote für gute Arbeit machen können. Gute Arbeit durch die Investitionen der Kurenta ist diese in den Campparks auch in Zukunft möglich.